Hallo und herzlich willkommen hier bei Pike 1980 zu einer weiteren besten Games aller Zeiten Folge. Und heute haben wir wieder The Legend of Zelda Oracle of Ages mit Folge Nummer 4. Okay, ja, das müsste alles passen. Können wir, glaube ich, losstarten. Soweit ich weiß, waren wir das letzte Mal noch in einem Dungeon oder zumindest am Anfang eines Dungeons. Wie war das hier gleich wieder? Jedes Mal muss ich mir merken, wie das ging. Ah, okay. Ja, genau, diesmal mit diesem Ding hier schon zu anfangen. Ah ja. Oh nee. Oh nein. So viel besser, wenn man mit dem Schwert halt gleich die Dinger zerstören kann. Das ist einfach viel schöner. Oh, war knapp. Okay, hier Scheiße. Gibt's hier eventuell? Wenn es einen gibt, dann kriege ich ihn nicht schlagen. Aha. Mal leider an. Oh. Aber ich sehe schon, wir brauchen den hier wahrscheinlich, um höher kommen zu können. Genau. Okay. Auch noch nicht weiter. Ah, jetzt sind wir hier auf der Seite. Okay. Okay. Kann es hier wahrscheinlich von hier aus. Ja. Da erweist sich das Schwert als sehr nützlich. Glaube, ich muss die. Aber ich habe ja nur einen einfachen Schuss. Ja, okay, ich weiß, was wir hier bekommen werden. Wenn ich das hier so sehe, dann wird das Dungeon-Item auch wieder der Dreier-Ding sein. Also komme ich hier erstmal nicht weiter ohne das Dungeon-Item. Das hilft mir hier leider auch alles relativ wenig. Okay, da müssen wir auf der anderen Seite wohl weiter. Außer ich versuche. Nein, ich bin ja von der Treppe gekommen. Ey, was war das denn? Arschloch. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir. Ich glaube, wir müssen eher mal auf Rot schalten. Oder auf Blau, damit wir hier weiterkommen. Was hier hinten noch ist, oder ob hier hinten was ist,
Au. Aber hier waren wir ja schon. Hier bin ich noch nicht weitergegangen. Ich glaube aber, das hatte seinen Grund, warum ich hier nicht weitergegangen bin. Schätze ich mal. Aber mal nochmal sicherheitshalber. Aber ich glaube, ich komme da dann eh nicht weiter. So sehe. Ah, da braucht man einen Schlüssel. Den haben wir eben noch nicht. Okay. Dann hat sich das hier eh erstmal erledigt. Also wir müssen auf jeden Fall einen Schlüssel finden. Ohne Schlüssel geht's nicht weiter. Oh nein. Oh. Wie gut, dass ich das Schwert habe. Das ist ein bisschen einfacher hier. Gegen den Gegner. Es sind überall so komische Räume, die mir nicht gefallen. Oh, yay. Sprungpassagen. Yay. Okay, das ist blöd. Oh nein! Genau das sollte nicht passieren. Aber warte mal. Ja, ein Schlüssel! Geil, ich sehe halt jetzt absolut nichts mehr und weiß nicht, wo ich bin. Okay, wir nehmen einfach den Schlüssel und belassen es mal dabei. Ich weiß ja, wohin ich mit dem Schlüssel kann. Weil ich... Das war jetzt... der Raum, der hat mir gar nicht gefallen. Dieser Raum war mir sehr suspekt. Oh, da ist schon ein Boss. Okay. Und den Boss kenne ich schon. Da muss man ja, glaube ich, den muss man doch seine Kugel wieder hinschmeißen. Das war meine Kugel, verdammt. Eine Kugel. Ach, verdammt. Hä? Warum? Ah, meine Kugel. So. Schmeißen wir es hier mal. Das Mistvieh. Au. Das geht tatsächlich nur mit der Kugel. Au. Hä, was soll das denn? Warum verschwindet die? Das ist unfair. Au. Jetzt nimm sie doch. Meine. Warte nochmal, warum verschwindet die denn jetzt ständig? Meine. Das ist wohl der neue Twist von dem ganzen... Hat dir nichts geholfen, würde ich sagen. Okay. War jetzt nicht sonderlich schwer, würde ich mal sagen. Okay. Wie könnten wir das regeln, dass ich das hier bekomme? Gar nicht, eigentlich. Ich rüber teleportieren.
bin schnell genug. Nee, das würde nicht hinhauen. Selbst nicht mit Schnelligkeit, glaube ich. Versuch's mal, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Dürfte nicht hinhauen. Ah. Also natürlich gar nicht. Nee, das geht nicht. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Wofür habe ich ihn jetzt eigentlich geschlagen? Also hier hilft es mir leider gar nichts. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Leider nicht viel schlauer geworden, dadurch, dass ich da jetzt geöffnet habe. Ich habe noch keinen Kompass gefunden, ich habe noch keinen... ich habe eigentlich nichts gefunden bisher. Aber den Miniboss habe ich gefunden, was wohl zu bedeuten hat. Echt komisch. Ist hier noch unten? Ah, okay, warte mal, war ich hier unten schon? Doch nicht. Hier ist blau und rot, da müsste man vielleicht mal ändern. Ah, okay. Gehen wir mal durch die Treppe. Ach, das war jetzt natürlich hier nicht hin. Mal schauen, was da auf sich hat. Wäre auch interessant zu wissen. Ah, hier wäre auch ein Schlüssel für. Okay, das ist natürlich auch blöd. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Gucken, was hier ist. Hier ist eine Truhe. Und hier ist die Dungeon-Karte. Okay. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Wir wissen schon mal. Oh. Hier ist die Dungeon-Karte gewesen. Oh, hier ist der Boss-Raum. Meine Güte. Der Dungeon ist komisch gebaut. Okay. Interessant. Gehen wir. Da komme ich nicht durch. Ich habe keinen Schlüssel. Aber wir können jetzt mal hier durch die Treppe. Mit der Treppe reingehen und schauen, was hier ist. Müsste doch eigentlich auch gehen. Nee, tut's nicht. Ja, was ist denn das hier jetzt? Was ist das denn? Okay, den Raum verstehe ich jetzt nicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Was hier mir was mir hier fehlen soll. Keine Ahnung.
Oder warte mal, kann ich... Nee, es klappt ja auch nicht. Wenn ich selbst wenn ich den jetzt mitnehmen würde... Das geht nicht. Okay. Nee, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie ich das anstellen soll, da hochzukommen. Ich glaube, ich habe auch nichts irgendwie, was mir da nützen würde. Keine Ahnung. Also wenn das Dungeon... Das Dungeon-Item wird ja tatsächlich der Dreifachschuss sein. Das nützt mir hier aber auch nichts. Also ich weiß jetzt echt nicht, wie das hier weiterhelfen könnte. Eigentlich gar nicht. Okay, jetzt stehe ich wieder da. Keine Ahnung, wie ich hier weiterverfahren soll. Hatte ich da drüben noch irgendwas, was ich nicht gefunden hatte? Ich glaube nicht. Was aufgrund der Ding nicht funktioniert hätte eventuell. Mal gucke ich nochmal sicherheitshalber. Aber ich wüsste jetzt nicht was. Es ist ein bisschen komisch. Ich absolut keine Ahnung habe, wie ich jetzt weiterverfahren kann. Da drüben war ja auch nichts. Ja, zurückgehen hilft mir aber auch nicht. Also hier, dieser Raum, der fuchst mich. Ich weiß nicht genau, was sie von mir hier verlangen wollen. Irgendwo muss man ja hier hinkommen, gehe ich mal stark von aus. Und aber selbst wenn ich dann hier hinkommen sollte, kann ja den, ich kann die Dinger ja nicht hier rüberbringen, wenn hier nichts ist, wo ich tauschen könnte. Ich könnte nur... Ah, von da oben könnte ich's, ja. Aber ich weiß nicht, wie man da nach oben kommt. Keine Ahnung. Ja, ich bin dezent verwirrt. Mal wieder. Halt auch keine weitere Möglichkeit weiterzukommen. Die einzige Möglichkeit oder die Möglichkeiten, die ich habe, hab ich ja eigentlich schon angeguckt. Irgendwas sagt mir, dass es noch irgendwas geben muss. Naja, muss es. Ich habe die Sprungtaste gedrückt, du verdammter Link, du Kleiner. Kann nicht alles sein hier. Ah, die hier, die bräuchte ich natürlich. Dafür müsste ich aber auf Blau schalten. Oder auf Rot in dem Sinne. Okay, da muss man mir merken, dass ich hier auf Rot sein muss, damit ich mir die Truhe hier schnappen kann. Aber... Ach, warte mal, jetzt weiß ich Bescheid. Warte. Wir können ja hier umschalten. Ja, hier können wir nicht umschalten. Hier kann ich umschalten. Aber... Jetzt
jetzt habe ich natürlich hier den Weg blockiert und muss hier wieder drüber. Aber das ist ja kein Problem, weil wir kommen hier wieder raus. Ja, genau. So. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Da ist ja schön. So, wo war jetzt die Tür mit dem Schlüssel? Das ist die nächste Frage, die ich nicht mehr weiß. Unten irgendwo, glaube ich. Also drüben. Unten. Oh. Aha. Ich war, glaube ich, hier unten. Hier unten irgendwo, oder? Ah, genau da. So. Das Problem wird sein, dass wir noch einen zusätzlichen brauchen werden. Eventuell. Genau. Ja, auch nicht. So kriegen wir vielleicht doch was anderes. Wir brauchen auf jeden Fall ein Item, habe ich so das Gefühl. Oh nein. Ihr seid Sturmtruppen! Das war's wieder. Heilige Scheiße! Ja, vielen Dank für den Raid-Stream. Okay, ich muss das besser hinkriegen. Abby. Ah. Ah! Nein! Fuck, Mann! So, jetzt hat. Was habe ich jetzt? Keine Ahnung. So, erst einmal. Wenn man es nicht erwartet, dann erwartet man es nicht. Need a Need for Speed. Okay. Was? Oh nein. Okay. Ach Gott. Echt jetzt? Oh nein. Okay, warte. Ist der Ding hier? Ist das hier das? Ich hoffe mal ja. Wie lief es denn? Das geht ja, nee, das kann auch gar nicht sein, oder? Das ist noch nicht richtig. Doch, das ist schon richtig. Das ist auch richtig. So. Müsste stimmen. Ja. Dann unten ein zweiter ist wieder blau. Jetzt überlege ich, dass ich mich verbaue. Wo kommt denn der gelbe hin? Der gelbe kommt hier. Ich muss das mal so machen. So. Oh, fertig. Sehr schön. Ah, du erhältst den Somaria-Stab. Setze ihn ein, um Blöcke zu erschaffen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ja, hallo, ein Display. Ganz gut, bis auf das der Reshade-Shader etwas gebuggt hat. Der Reshade-Shader. Jetzt können wir uns das hier schnappen. Können wir auch die Treppe hoch, aber das eine Raum da, den verstehe ich noch nicht so ganz. Ja. Kleiner Schlüssel, okay.
So. Aha. Das ist ja der Boss. Das ist ja hier schon wieder der Boss. Oh, da komme ich ja sowieso noch nicht hin. Alter, jetzt. Blödes Mistvieh. Lass mich in Ruhe. Ah, jetzt kann ich ja auch die Brücke oben benutzen. Ja, jetzt eröffnen sich wieder ganz neue Möglichkeiten für mich. Es ist unglaublich. War das hier? Ah ja, das war hier mit der Treppe. Das machen wir jetzt auch gleich. Das Gefühl, wenn du das Dungeon-Item findest und dann nicht mehr weißt, was du noch alles tun wolltest, weil alles auf einmal plötzlich... alles plötzlich möglich ist. Oh Gott. Lass mich in Ruhe! Bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Oh, was ist das denn jetzt hier? Ich muss... Nein. Ach, ja, natürlich, warte. Aha. Und noch ein kleiner Schlüssel. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich mit den ganzen kleinen Schlüsseln anfangen soll hier. Aber lieber zu viele kleine Schlüssel als gar keine. Jetzt gehen wir auf nach oben, nach dem Zwischenboss. Oh, scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Hab ich irgendwann... Ach, der Schalter oben. Ganz toll, jetzt darf ich wieder zurücklatschen. Das war so ein Spaß. Ja, wieder umswitchen. Wird das nichts. Sonst läuft das nicht. Au. So. Au. Perfekt.
Und da ist der Kompass. Schön. Okay. Gehen wir die Treppe hier runter, die kenne ich auch noch nicht. Okay. Okay. Das hat ja sicherlich was zu bedeuten. Ja, hat es. Wie immer hat es was zu bedeuten. Für den Nachtzimmer da oben, okay. Gut, hier, wir haben einen Schlüssel. Kann man locker aufmachen hier. Oh, ja, wir können zwar hier aufmachen, aber es nützt uns gerade nichts. Musstest du jetzt genau in dem Moment hier rüberkommen, du blödes Ding? Was haben wir hier? Komme ich wieder runter? Das will ich nicht. Okay, ich könnte von hier aus das Meer gehen. Ja, genau. Jetzt kann ich hier drauf jumpen und kann hier rüber. So. Konnte mich das jetzt treffen? Ich hab extra aufgepasst. Gut, hier muss es wieder umgeswitcht werden. Au. Okay, warte mal. Dann gehen wir jetzt nach unten erstmal. Weil ich habe hier den Schlüssel benutzt. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal wieder umswitchen, damit ich dann da weiterkomme. Oh. Ja, fick dich. Dann geht das nicht. Hoch. Schauen wir, was hier ist. Hier ist nochmal ein Schlüssel. Interessant. Genau das, was wir wahrscheinlich brauchen werden. Was ist hier? Nicht. Hier? Aha, okay. Also der Schlüssel wäre nicht mal unbedingt nötig. Doch, der Schlüssel ist nötig. Wir müssen ja dann hier weiterkommen. So. Hier ist. Ah, jetzt habe ich auch wieder, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Ja toll. Fehlt mir hier wieder ein Schlüssel. Das ist kein Problem. Das kann ich erledigen, aber jetzt habe ich halt wieder keinen Schlüssel mehr. Aha.
glaube, mir fehlt der hier da oben. Aber ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll. Das ist dieser, das ist der, wo... Das ist der, wo ich diese... diese drei Statuen... wieder erwecken muss. Keine Ahnung, wie ich das mache. Gleichzeitig, ich dachte eben, ich bekomme hier den, den Dreifach, Dreifachschleuder oder was auch immer. Das war jetzt nicht der Fall. Jetzt fehlt mir das hier natürlich wieder. Ja, das ist blöd, blöd, blöd. Okay, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder komplett rüber. Echt, ich kann hier rüber beamen. So. Weil ich bin jetzt da wieder runter, genau. Da komme ich jetzt gerade natürlich wieder nicht runter, weil da muss ich erstmal wieder das mit den Schaltern machen. Sonst geht das nicht. Wieder extra langer Weg. Hurra! Ich liebe lange Wege. Nichts Schöneres als lange Wege. Ich hätte das gar nicht gebraucht. Ich hab ja... ich bin auch so blöd, ey. Mal denke ich mir auch, was ist mit mir los? Oh, jetzt wollte ich nicht mehr. Aber hey, die machen die kaputt, schön. Die Frage ist halt, wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich hier die alle drei treffe? Das weiß ich eben nicht. Ah, warte mal. Man kann dieses Teil, glaube ich, zerschlagen, oder? War da nicht irgendwas? Irgendwie, irgendwas ging doch da. Ich nenne das gleich nochmal. War doch was. Man konnte das irgendwie, glaube ich, machen, dass sich die zerschlugen. Ich weiß nur nicht mehr wie. War das denn gleich nochmal? Teilten sich danach auf. War denn das? Weiß das nicht mehr. Ich dachte, mit einer Bombe? Nee. Okay, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder nicht weiter hier. Ich dachte, man könnte die zerschlagen. Aber irgendwie muss ich die drei aktivieren.
Problem ist. Genau. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre irgendwie zu versuchen. Gott. Wie soll ich das denn anstellen? Warte mal. Das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Es müsste ja vom Winkel so passen, dass er alle drei trifft, aber... Ich glaube, ich mache es falsch. Mal wieder. Ich weiß halt nicht. Also, meiner Meinung nach kann man die normalerweise zerschlagen. Aber das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Okay. Gut. Danke für den kleinen Schlüssel. Ich weiß es zwar gerade nicht, wie ich das... Egal. Okay. Das war jetzt reines Glück. Ich weiß nicht, wie ich das gerade angestellt habe. Oh Mann. Es ist traurig. Au. Hauptsache, es ist geschafft. So, und jetzt wieder ganz rüber. Oh, du Mistvieh, du kleines Du. Thank you.
So. Jetzt können wir endlich. Endlich das Ganze jetzt machen, ja? So, ja. Hier hoch. Und hier nach oben. Toll. Oh, scheiße. Nein. Das war natürlich jetzt die dümmste Idee, die ich haben konnte. Nein. Bring alles zu mir. Ja, okay. Gut. Bloß ein bisschen blöd. Dann kann ich das. Okay. Aber wie soll ich den jetzt zu dir bringen, wenn der so weit draußen steht? Geht doch gar nicht. Fehlt ein roter, den kann ich ja selber machen. Aber wie soll ich den gelben hier rüberbringen? Kann ich die vielleicht. Nee. Ach! Oh nee. Okay, warte. Dann. Ja gut, dann ist es klar. Warte. Mach ich das jetzt? Achso, ich muss etwas einfach was rüberschieben, genau. Ich kann ja nur einen. Das ist ja kein Problem. Das ist schon. Wenn er jetzt zum Beispiel. Ja. So, jetzt. So, okay. Das habe ich verstanden. Bleib du mal hier. Ist es wurscht, wie die dann angereiht sind? Ich hoffe mal ja. Also so 100%ig sicher kann ich mir da aber auch nicht sein. So, das ist ja. Eigentlich ist es ja wurscht. Oh, ah, warte.
Und da ist der Boss-Key. Okay. Schieberätsel, ahoi. Gut. Jetzt können wir zum Boss. Was ist mit der Truhe? Gut, da kann nichts Interessantes drin sein, weil wir haben eigentlich alles. Also alles Wichtige zumindest. Das ist gut, ich kann jetzt natürlich hier noch... Könnte jetzt die mir noch holen. Nur um sicher zu gehen. Aber wahrscheinlich ist das da Rubine drin oder sowas. Ich gehe mal ganz stark von Rubinen aus. Ja. 50 Rubine. Nicht mal ein Herzchen. Ah, danke. Au. Fuck. Fuck dich. So, der Boss ist da drüben, genau. Eigentlich zurück teleportieren. Nee. Ich glaube, das ist der kürzere Weg, wenn ich so gehen würde. Wenn ich hier wieder ein bisschen jumpen muss. Das war ja klar wieder. Au. Jetzt kriege ich keine Leben mehr, oder wie? Ah, danke. So. Ja, fick dich! Zeit für ein kleines Spiel? Ich werde mich teilen. Wenn du mich wieder in meine Ursprungsform bringen kannst, gebe ich mich geschlagen. Doch zuvor werde ich von deiner Seele kosten. Nun beginne! Ah, okay. Okay, ich verstehe, wie man... man muss hier irgendwie... So. Das war's aber einfach nicht, oder? Ha, okay. So, das ist schon mal... Aber wie kriege ich dich jetzt darüber? Oh, ich glaube, das war falsch. Ich hätte es anders machen müssen. Mal neu, nochmal resetten, bitte. Also ich muss erstmal den hier hin. Oh,
Also es klappt so nicht. Okay, warte. So? Nein, auch nicht. Scheiße. Ah. Aber treffen sich die irgendwann mal? Oder nicht? Nee, tun sie nicht. Scheiße, warte mal. Ah, fick dich. Irgendwie erstmal. Alter, ist das mies. Ah, fuck. Mann, das gibt's doch nicht. Wie mach ich das denn am besten? Jetzt werden sie ziemlich gleich. Ja, aber... was? Jetzt verlieren sie wieder... Huch! Hä, was war das denn jetzt? Was war das denn? Oh! Warte mal, vielleicht... Vielleicht? Nein. Mach's nicht besser. Jetzt ist er schon wieder zurückgegangen. Was soll das denn? Es wird echt nicht besser. Ach komm schon, was ist das für eine Scheiße? Jetzt geht er wieder von... Ja, okay, der verschwindet immer, wenn ich versuche. Kann ich diese Wolke zerstören? Ah, die kann ich zerstören. Okay, warte. Ich kann ständig davonlaufen vor den blöden Dingern, ey. Oh, auf jeden Fall nicht. Ach, ich kann die anhalten. Oh, oh nein, doch nicht da. Klein, nein. Geh da rüber. Okay, warte. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein. Warum ist jetzt der da drüben? Das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst, oder? Aha, okay. Okay, okay, okay. Au, au, au. Hat mich jetzt viel zu viel Leben gekostet. Das hat mich jetzt viel zu viel Leben gekostet. Eieiei. Oh nein! Ach, fick dich! So, okay.
Oh, das war's, oder? Nein, das war's noch nicht. Oh nein, was sollt ihr, was wollt ihr von mir? So. Aber, achso, ja, au. Okay. Das ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Achso, sind da noch, da ist ja noch jemand. Okay, warte. So. Das ist klar. Das müsste klappen. Ah, das war's. Okay. Du erhältst die heilige Erde, eine Essenz der Zeit. All jenes, was schlafend im Schoß der Natur ruht, weiß von der nähernden Wärme dieser heiligen Erde. Ikeo, ich höre noch immer das Echo einer Essenz von nahe des Kugelkamms. Oh, ich glaube, es kommt jemand. Hä? Ich habe einen neuen Tunnel gegraben und bin hier gelandet. Hey, was machst du denn hier? Weißt du schon, es gibt tolle Spiele auf dem Kugelkamm. Du solltest auch mal vorbeisehen. Welchen Tunnel hast du gegraben? Ah, den anscheinend. Hört sich ganz nach der Melodie der... Durch den neuen Tunnel haben wir neue Räumlichkeiten erhalten. Einige Goronen haben sogar neue Läden eröffnet. Du solltest mal bei ihnen reinschauen. Es gibt hier noch eine... Möglichkeit... Diese Stufen führen zum Fuß des Kugelkamms. Danke. Lass mich raten. Ja, doch nicht. Okay, ich dachte jetzt tatsächlich, wir müssen hier so ein Ding einsetzen, dass das da bleibt. Die Goronen lieben seit jeher Spiele. Das wird sich nie ändern. Du solltest viel Zeit zum Spielen mitbringen. Oh nein, bitte nicht. Ich will keine Spiele spielen, ich will voranschreiten. Östlich von hier ist der Goronentanz, der letzte Schrei. Nur wenn du gut tanzen kannst, wirst du dort Freunde finden. Toll. Okay. Hey. Da ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Kannst mir nichts vormachen.
danke dir, dass du für eine neue Tür aufkommst. Danke dir, dass du mir Geld abgeknöpft hast. Ausgetrocknete Wasserfälle. Oh. Okay. Na, hier kommen wir wieder zurück. Aha. Ich denke mal, wir werden das wieder in der Vergangenheit lösen müssen. Die Legende der Nix reicht von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Überraschend. Okay. Schau mal, erst mal in der Gegenwart, was hier so los ist. Und hier ist erst einmal anscheinend nicht. Was ist hier? Aha. Ich sehe deine Bestimmung. Goron-Geister offenbaren mir alles. Erstaunlich. Ich sehe dich fieberhaft tanzen. Aha. Aipigo, der Goron-Tanz ist in diesen Bergen echt das Derbste. Dabei ist unser Tanz aus Subrosia viel cooler. Dieser Goron muss noch voll viel lernen. Tanzsaal. Kugelkampfgipfel. Generationenlang saßen meine Vorfahren genau hier, um den Frieden des Kugelkampfs zu bewahren. Hast du ein leidenschaftliches Herz? Vor langer Zeit durften nur echte Goron-Brüder hier passieren. Also geh! Der graziöse Gorone tanzt im Hinterzimmer. Es ist unglaublich. Willkommen! Ich gehöre der 5. Generation der graziösen Tänzer an. Dies ist mein Tanzsaal. Man muss unseren Tanz gut beherrschen, bevor man Gorone genannt wird. Wenn du dich gut machst, gebe ich dir das Bruderzeichen. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Tanzen wir? Ich habe genug Rubine, um das zu verprüfen. Soll ich dir den Tanz erklären? Ja, bitte. Achte auf die Lektion. Du hörst den Rhythmus, wenn es losgeht. Dann wiederholst du diesen Rhythmus. Es gibt dabei zwei Arten. Drücke B, um diesen Klang zu tanzen. Drücke A, um diesen Klang zu posieren. Es gibt 8 Runden. Für eine gute Leistung über mindestens 6 Runden gibt es einen Preis. Machst du 3 Fehler, ist der Tanz für dich vorbei. Es zu probieren heißt es zu lernen. Alles klar? Ja. Okay. Wir achten nicht auf deinen Stil, solange du nur den Rhythmus hältst. Bin ich nicht ein toller Tänzer? Ah, okay. 1, 2, 1, 2, 3. Hä? Zu spät, du bist das im Takt. Konzentration. Was? Hä? Okay. Oh Gott! Ah, scheiße! Das war nichts! Du musst aufhören, wenn du noch einen Fehler machst. Hä? Etwas zu früh. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, halt die Fresse und... Gott, was ist das denn? Nein!
Du bist wirklich gut, nun bist du ein Bruder der Brunnen. Ach, wie versprochen, bitte sehr. Halt die Fresse, ey. Du bist nun der Freund aller Goronen. Lass uns jetzt ewig tanzen. Nee, danke, ich gehe wieder. Ja, genau, ja, ja. Huch, das ist ja ein Bruderzeichen. Du kannst also die Leidenschaft eines Goronenherzens. Ich gewähre dir Einlass. Das mag unerwartet kommen, aber kannst du mir nicht helfen? Bruder, generationenlang saßen meine Vorfahren genau hier, um das Frieden des Kugelhafens zu bewahren. Ich kann nicht fort von hier, dabei komme ich fast um vor Hunger. Hast du etwas zu essen für mich? Nee, ich glaube nicht. Hey Bruder, warst du heute wieder so gut tanzen? Ja, ich glaube schon. Okay, hier kommen wir mit dem Haken rüber. Wir müssen ja sowieso dann mal in die Vergangenheit, weil das wird uns nicht verhindern lassen. Okay. Goronen sind seit jeher für ihre Brüder da. Das wird immer so bleiben. Ihr Goronen verfügt über viele mystische Gegenstände. Wenn du einen erhältst, solltest du ihn gut behüten. Scheiße, ich wollte eigentlich den lesen. Kann ich nochmal bitte... Ich würde gerne lesen, was da steht. Bombenspaß. Dorenschuss. Au. Okay. Oh, ein Fremder hat mich angesprochen. Ich muss dir etwas Tolles beibringen. Hörst du mir zu? Ja. Mein Bruder lebt in der Höhle bei den drei Gipfeln der Vulkane in Holodrums. Ach so. Ach, das geht jetzt mit dem Geheimnis hier. Mehr ist es jetzt hier nicht, oder wie? Ich dachte, hier würde irgendwas steigen oder so. Ich glaube aber, ich muss hier dann quasi die in der Vergangenheit da die Blume rüberschieben. Ich suche Muntermacher. Die zeigende Betreiber des Bombenspaßes. Muntermacher. Ja, mir ist nicht nach Spielen zumute. Bis vor kurzem habe ich Nacht für Nacht durchgearbeitet. Dabei habe ich einen tollen Preis für dieses Spiel gefunden. Ach ja. Ich brauche etwas, das mich wieder munter macht. Okay. Oh, toll, ein Gasha-Kern. Das habe ich jetzt... das habe ich jetzt gemacht. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Vergangenheit und schauen, was da passiert. Wird hier wieder so eine Art kleine Tauschquest anscheinend geben, wenn ich das so richtig sehe. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Nichts ist hier. Hey. In die Vergangenheit. Ja. Okay, hier ist jetzt ein Wasserfall. Schön. Au. Nein. Das wollte ich nicht. Ja, natürlich hat die Kick keine Wirkung, ich weiß. Du, du,
Der Gorundhans drückt die Leidenschaft eines gerundschen Herzens aus. Eines Tages werde auch ich ihn beherrschen. Ich sehe deine Bestimmung. Gorundgeister offenbar mir alles. Meine Güte, ich sehe dich in der ferner Zukunft. Du sitzt in einem seltsamen Gefährt und verschießt Sachen. Der Gorundhans ist voll cool. Demnach mache ich Subrosia zum großen Brüller. Der graziöste Gorundhans ist der Hammer. Ich will die graziöste Subsonierende werden. Ja, sind diese Kapuzenträger. Sie wollten einfach alles über den Gorundhans wissen. Ich sitze hier, um den Frieden auf den Kugelkamm zu wahren. Huch, das ist ja ein Bruderzeichen. Du kannst also die Leidenschaft des Goronenherzens bei dem Enkelwerden lassen. Danke. Es mag unerwartet kommen, aber kannst du mir nicht helfen, Bruder, den Kugelkamm zu bewahren? Möchte ich meinen Nachfahren ein Erbstück hinterlassen, das ihnen den Wert des Lebens näher bringt. Es war großartig, wenn du etwas Einzigartiges besorgen könntest. Jetzt muss ich hier und muss ich was Einzigartiges... Was? Die Schießbude ist beinahe so beliebt wie das Tanzen. Okay. Der graziöse Corona hat damit geprahlt, wie er einen schönen Schlüssel in der Grotte des Wasserfalls gefunden hat. Bin richtig neidisch geworden. Warte mal. Aber der will mit Sicherheit auch irgendwas dafür. Willkommen, ich gehöre der allerersten Generation der graziösen Tänzer an. Hier ist unser Tanzsaal, der Goron-Tanz. Ist schwer in Mode bei allen trendbewussten Goron. Wahnsinn! Möchtest du tanzen? Nur 20... Jetzt, hier kostet 20 Rubine. Wir verweigern uns niemanden, der zu uns will. Wir folgen niemanden, der uns verlässt. Du bist allzeit willkommen. Okay, da mache ich es jetzt auch nochmal. Vielleicht kriege ich irgendeinen Tipp oder so. Also hier muss ich das nochmal machen. Ich bin... Was? Ich bin ein Gold. Ich hab darauf keinen Bock eigentlich. Was? Was? Ach, fick dich. Lass mich in Ruhe. Ja, fick dich und lass mich in Ruhe. Ja, halt die Fresse und lass mich weg. Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Rhythmusspiele, ich hasse sie. Was du denn? Was? Ich werde den ganzen Kugelkamm mit Donnerblumen bepflanzen. Ah, okay. Der Älteste ist voller Elan, da kann ich nicht mithalten. Sag's nicht weiter, aber ich bin mit dem graziösen Gorun befreundet. Ganz im Ernst. Der graziöse Gorun trinkt täglich Labersaft, um mehr Energie fürs Tanzen zu haben. Ich möchte auch welchen haben. Den Lavasaft bräuchte ich, glaube ich, auch. Ah ja, genau. Können wir die Pflanze quasi dann dahin verschieben? Kann man die... Ja. Richtig, das ist sehr gut. Okay, dann muss ich ja quasi fast schon wieder rüber. Und, mal schauen, was da ist.
Als mein Opa jung war, führte er ein anderes Geschäft. Später erst hat er den Lorenschuss eröffnet. Lorenschuss, viel Spaß. Willkommen zum Lorenschuss. Schieße mit deinem Blasrohr, während du mit der Lore fährst. Triffst du genügend Ziele, dann gewinnst du einen Preis. Bei bis zu 3 Fehlschlägen gewinnst du 20 Rubine, also es kostet nur 10 Rubine. Ja. Alles klar, es kann losgehen. Dieses Mal gibt es das hier. Fertig, los! Ah! Scheiße, ich hab gerade nicht aufgepasst. Hat man vielleicht gesehen. Wie viele muss ich denn treffen? Oh. Also, du hast 9 der 12 Ziele getroffen. Oh, das war fast perfekt. Dafür gibt es eine ganze 20 Rubine. Eine. Ja, bitte. Okay. Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein Ding, was ich brauche anscheinend. Kurz knapp. Also, du hast 12 der 12 Ziele getroffen. Perfekt, guter Schütze. Du gewinnst einen Preis. Du erhältst ein Felsfilet. Ah, okay. Ein erneuter Versuch? Nein. Ach, aber probier es später noch einmal. Wie gut, kommt es doch an, was es gibt. Was willst du denn jetzt nochmal geben? Sag mal, was gibt's denn? Ach, ein Gage, okay. Ach, komm. Darauf habe ich jetzt echt gar keinen Bock auf. Garage kehren. Jetzt konnte ich nicht mehr schießen. Ah ja, auf den Garage kehren habe ich überhaupt keinen Bock. Ist okay. Nein, das Felsfilet reicht mir vollkommen aus. Halt die Klappe. Okay, das Felsfilet, weiß ich, wem ich das geben muss. Ich wollte jetzt nicht zurück. Na, egal. Nein, ich wollte jetzt auch nicht die Musik spielen. Ach ja. Das Felsfilet muss ich jetzt dem anderen geben. Hier. Oh super, nahrhaft das Felsfilet. Bitte gib mir das Felsfilet. Du bekommst auch die Goronenvase meiner Vorfahren dafür. Okay. Dankeschön, das ist prima. Hier ist, wie versprochen, etwas für dich. Du hast die Goronenvase. Hm, dieses Felsfilet ist vorzüglich. Dankeschön. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das, das dann quasi seinem vorherigen Ich geben soll. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wer von der Vase profitieren würde. Wahnsinn, diese Vase. Was für eine tolle Goronenvase. Bitte gib mir diese Vase. Ich gebe dir etwas Goronade dafür. Dankeschön. Hier, das ist prima. Hier ist, wie versprochen, etwas für dich. Du hältst Goronade.
Und ein einziger Schluck macht einen wieder putzmunter. Ah ja, okay. Ich werde diese Warte zu schätzen wissen. Okay, das ist also für putzmunter. Der war... zurückbringen. Der war doch hier, oder war der? Der war nicht hier, das war. Ja. War. Nein, aha. Ja, auf die blöde Dingstelle zu spielen, Junge! Ich mag das nicht. Der war... Wo war jetzt der da? Da war er doch, oder? Ja, genau. Ja, mir ist nicht das Spiel zu machen. Einen tollen Preis für das Spiel. Das ist ja Goronade. Ein Schluck davon bringt einen wieder auf die Beine. Gibst du sie mir? Ja. Ich bin wieder hellwach, danke. Nun werde ich meinen Laden öffnen. Welch wachst du ein Spielchen? Die erste Runde geht aufs Haus. Versuchst du's? Ja, was denn? Was? Okay, möchtest du die Regeln hören? Ja, bitte. Nach Beginn des Spiels musst du den herabfallenden Bomben ausweichen oder sie fortwerfen. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Ein toller Preis wartet auf dich, wenn du durchhältst. Doch schon beim ersten Treffer hast du verloren. Alles klar? Ja. Es gibt das hier zu gewinnen. Bist du soweit? Ist das der Schlüssel? Ich glaube, das ist der Schlüssel. Oh ja, ist klar. Oh. Vor allen Dingen die wegzuschmeißen, würde sehr viel Sinn ergeben. Oh, fuck. Oh, du bist getroffen worden. Na, sowas. Probierst du es noch einmal? Schwarz Miet. Wie lange muss ich denn durchhalten? Wird einem natürlich nicht gesagt. Alter! Oh! Okay. Beachtlich! Erstaunlich! Hier, das ist dein Preis. Das ist der alte Nixon-Schlüssel. Probierst du es noch einmal? Nein, danke, das reicht mir schon. Nein, egal, bist jederzeit willkommen. Okay, mit dem Nixon-Schlüssel müssten wir ja jetzt... Au. Müssten wir ja jetzt... Hier... Nee, wo war denn das jetzt wieder? Weiß ich wieder nicht mehr, wo das war. Das war ja hier. Also, in der Jetztzeit. Was war denn das gleich nochmal? Das war doch... Das war doch in der Jetztzeit. Da bin ich jetzt blöd. War das noch da drüben? Ja, muss ja. Wenn es hier nicht war, dann muss es ja woanders sein. Hier war es doch. Der Seite, oder? Hier war der... Das hier, genau. Ach ja, genau. Dann hier war es.
Level 6, die Nixenhöhle. So, und da ist natürlich der perfekte Punkt, jetzt aufzuhören. Perfekt, würde ich sagen. Da machen wir dann das nächste Mal weiter. Ihr seid Sturmtruppen! Ach, Urkram, nein! Ja, vielen Dank, Urkra, für den Raid. Und scheiße gelaufen, ich höre jetzt gerade auf. ja. Aber trotzdem, danke für den Raid. Hast dir wieder den perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Na gut. Pech, ja. Genau in dem Moment habe ich aufgehört. Ja, so ist das. Natürlich trotzdem, danke für den Raid. Wollte ich jetzt hier wieder komplett aus der Fassung gebracht worden hier. So. Aber ich weiß gar nicht, ob der klappt momentan nicht. Tippy Stream will ja gerade momentan nicht. Das geht also auch schon nicht mehr. So. Eigentlich muss ich ja gar nicht fragen, was er gespielt hat. War ja klar, dass er Guild Wars gespielt hat. Ja, der Lunak, ja, stream gefälligst was. Ich habe jetzt gerade fast 2 Stunden gestreamt. Ich kann ja nichts dafür, wenn du nicht da warst. Ja, morgen haben wir dann ab 19 Uhr Persona 4 Golden. Und dann geht's wieder von vorne los. Freitag mit Last of Us. Samstag dann nochmal Oracle of Ages. Nicht Ocarina, Oracle of Ages. Und am Sonntag dann nochmal Persona 4 Golden. Ich habe mich dann auch entschieden, wenn Urkra kommt, werden da gefälligst Überstunden geschehen. Das kann man machen, wenn man Urlaub hat wie der Urkra. Ich habe keine Urlaub wie Urkra. Also nein. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Ich habe mich dann entschieden, nach Oracle of Ages da auch nochmal was dazwischen zu schieben. Was genau, das erfahrt ihr dann wenn es dann soweit ist. Genau. Ich habe keinen Urlaub. Ja, Lunak, du streamst ja auch nicht, sondern du schaust zu. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen Zuschauen und Streamen. Ich glaube, der dürfte dir geläufig sein. So. Genau. Wollte ich sonst irgendwas sagen? Nein, eigentlich nicht. Ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an die Raids, an den guten Stream und an den Urkra. Und ja. Ich kann euch jetzt eigentlich nirgendwohin weiterschicken, weil ich niemanden habe. Ich habe keine Freunde. Also kann ich euch auch niemanden weiter verschicken. Ja, danke, Erzbischof Amurail. Der Gusha Amurail. Und ja. Vielleicht sehen wir uns in einem meiner nächsten Streams wieder. Ja, der Flying Eagle ist ja auch noch da. Meine Güte, jetzt sind sie alle da und ich stream nicht mehr. Ja, shit happens, leider Gottes. Hätte ich Urlaub, würde ich jetzt noch weiter streamen, aber da man an die Arbeitswelt gebunden ist, klappt das heutzutage nicht mehr. Nicht mehr in diesem Monat und auch nicht mehr in den nächsten Monaten. Alle von Urka gekommen. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, und sein Guild Wars. Der und sein Guild Wars. Sein Guild Wars. Ja. Genau. Also dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Bin berühmter Guild Wars Streamer. Ja, einer muss es ja sein. Wenn alle anderen es nicht mehr spielen, muss ja einer das tun. Da ist Urkra das perfekte Role Model dazu. Unser Schweizer
Schweizer Super Guild Wars Streamer. Wahrscheinlich der einzige in der Schweiz, der es noch spielt. Also jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es anscheinend mehr Schweizer, die es wieder spielen. Wahrscheinlich der einzige, der es noch streamt. Ja, das würde ich gar nicht mal sagen. Es ist nur mal in die Guild Wars Kategorie gucken. Da gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen, der streamt. Aber ob es in Deutsch ist, ist vielleicht der einzige Schweizer, ja. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Wo deutschsprachig wäre auch noch interessant zu wissen. Aber ja, gut. Das wäre eine Sache für ein anderes Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Für die, die es eventuell auf YouTube angucken, wünsche ich auch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wie, wann und wo ihr es anguckt. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Streams oder einem anderen YouTube-Video hoffentlich wieder. Bis dahin sage ich, ja, auf Wiedersehen.